Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wenn nicht, dann haben wir ein technisches Problem. Ich hoffe, man hört mich. Einen schönen guten Vormittag wünsche ich euch hier live auf unserem Twitch-Kanal, hier auf Dercho TV. Es ist heute wirklich ein toller Tag passiert. Also es ist heute wirklich eine tolle Meldung, die passiert ist. Anscheinend hört man mich jetzt nicht im Discord. Das ist jetzt auch geradewegs nicht so gut, denn der Weltkorrespondent Dennis Yücel ist frei. Ja, das ist heute bekannt gegeben worden. Sein Anwalt Yesel Ok hat das mitgeteilt. Das Auswärtige Amt hat das rund einige Minuten später dann auch bestätigt. Wir wollen euch heute im Zuge dessen, das muss ich auch nochmal sagen, wird Update Politik heute komplett ausfallen. Also es wird heute keine Update-Politik-Ausgabe von um 15 Uhr geben. Das ist dann heute der Ersatz, der da ist. Gerade in diesen Minuten kommt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach München, denn morgen geht die Sicherheitskonferenz in München los. Und das passt geradewegs dazu, dass dort was gesagt wurde. Wir können jetzt halt noch nicht dazu viel sagen. Was wir sagen können und was auch eine sehr, sehr gute Nachricht ist an dieser Stelle, Dennis Yücel kommt frei und das nach gut mehr als einem Jahr in Haft. Mit mir heute hier in dieser Spezialsendung auch der Cedric, der auch im Hintergrund wahrscheinlich zu hören ist und wenn auch sogar gut, laut und deutlich. Guten Tag an dich, Cedric. Hast du auch schon ein paar neue Infos Hi. zu... Hi. Hast du auch schon neueste Infos, was rausgekommen ist zum Fall Dennis Yücel? Also, vielleicht um das Regierungschef Binali Yildirim, wenn ich das jetzt richtig Ja, ausspreche, ist richtig. war zu Besuch bei Angela Merkel. Und davor hat er gesagt, dass es bald zu einem Gerichtsprozess kommen würde und gegebenenfalls die Freilassung möglich wäre. Ja, und dann heute wurde sozusagen verkündet, dass Dennis Yücel in Kürze freikommen wird, beziehungsweise dass er bald freikommen wird. Ja, aktuell heißt es ja davon, also wir haben ja eine stumpfe Eilmeldung rausgebracht. Dennis Yücel ist frei. Es lag auch daran, dass unsere Homepage für eine kurze Zeit down war. Die ist jetzt wieder online, da ist auch eine entsprechende News zu finden. Denn ein Gericht in Istanbul hat nämlich über die Freilassung verfügt und auch also für die weitere Dauer des Verfahrens bedeutet unter anderem, also es wird da eben der Prozess gemacht, wie es auch vorhin aus Medienberichten nämlich heißt. Ist, dass unter anderem nämlich ihm eine Haft von bis zu 18 Jahren drohen könnte. Es steht aber auch noch nicht fest, ob er eine Ausreisesperre bekommt oder nicht. Es heißt aus Berichten von Welt, also er arbeitet ja für die Zeitung Die Welt, beziehungsweise für den Fernsehsender dann auch Welt, der vorher N24 hieß, dass er also keine Ausreisesperre bekommt, würde bedeuten, er könnte direkt nach seiner Freilassung nach Deutschland zurückkehren, ob es nach Berlin ist, in den Welt Newsroom oder halt natürlich irgendwo in den Urlaub, das ist noch nicht bekannt. Die Bundesregierung hat entsprechend später die Freilassung bestätigt. Das waren ja erste Meldungen seitens von Welt. Ein Sprecher des Außenministeriums hat auch gesagt, jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten und Stunden passiert. Bundesaußenminister Gabriel hat da natürlich mehr dazu. Da wollen wir halt auch kurz gucken, was sich dann da halt geben sollte. Es hieß aber auch auf Nachfragen von der Welt, dass es keine Deals gegeben hat, also dass man entsprechend da keine Vereinbarungen getroffen hat. Ob es halt in Absprache von Rüstungsexporten zum Beispiel gegeben hat, das gab es nicht. Inzwischen hat sich ja auch gab es halt auch entsprechende Meldungen dazu, dass es vielleicht Zusammenhänge mit Rüstungsexporten, mit Waffenexporten und dem Fall Dennis Yücel gegeben hat, die sind anscheinend dann halt auch Oder was? nicht richtig. Ja? Richtig, ich möchte dich jetzt nicht unterbrechen, aber der Zeitpunkt ist doch relativ schon naheliegend, dass jetzt nach einem ganzen Jahr auf einmal kurz vor einem Treffen zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten, dass dann oder kurz danach, dass da sowas dann bekannt gegeben wird. Ich denke mal, da wird es
sich die Bundeskanzlerin bzw. die Beteiligten am Gespräch wahrscheinlich entsprechend mit Nachdruck verlangt haben, bevor es weitere Gespräche gibt. Oder das halt zu einer Option gemacht haben. Sprich, also ohne das würde jetzt nicht weiter gemacht werden, wie Rüstungsexporte, vielleicht Geldzahlungen, also vielleicht Hilfe oder sowas, nach Hilfszahlungen oder sowas oder andere Dinge, die die Türkei gerne haben würde. Das würde zumindest gut zusammenpassen. Das denke ich mal, dass da schon die Türkei vielleicht auch ein positives Zeichen setzen möchte. Ja, wir werden das auch noch, wir werden das ja auch noch, ja genau, wir werden das auch noch ein bisschen weiter verfolgen. Wir werden für YouTube noch eine, das ist jetzt quasi für die, die es jetzt live auf Twitch sehen und halt jetzt auf YouTube sehen, seht ihr eine YouTube-Ausgabe, die dann etwas später hochgeladen wird. Wir werden nämlich eine kurze 30-minütige Spezialsendung machen für YouTube, der Rest dann noch so ungefähr eine halbe Stunde länger auf Twitch, um halt auch zu gucken, was jetzt noch in den nächsten Stunden passieren wird. Auf derchotv.de wollen wir in den News des Tages, in unserem Nachrichtenticker, aber auch ausführlichen Artikeln da auch nochmal darauf hinweisen. Mittwoch vor einem Jahr ist er inhaftiert worden, also geradewegs am einen schönen Valentinstag hatte er nicht, das muss man so sagen, um halt nochmal das Ganze zu, also eine kleine Rückblende zu geben. Und da gab es halt auch bisher keine Anklageschrift. Er war auch gefühlt ein halbes Jahr in Einzelhaft, konnte mit niemandem reden. Dann wurde er irgendwann in, also nicht mehr aus, wieder aus der Einzelhaft rausgelassen, konnte dann halt auch ein bisschen mit anderen Inhaftierten, also sogar Journalisten halt reden. Und jetzt urplötzlich diese Freilassung. Das hat auch schon darauf hingedeutet, dass zum Beispiel ein Interview am Dienstag stattfand mit den Tagesthemen der ARD. Da hat nämlich der Ministerpräsident Binal Yildirim auch gesagt, dass er hoffe, dass Yücel in kürzester Zeit freigelassen wird. Also eine Ankündigung war schon mit dabei. Außerdem hatte auch die Bundeskanzlerin darauf hingewiesen, sie habe Yildirim, also dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat, also für die Bundesrepublik. Und trotzdem, dass es so schnell geht, das hätte man jetzt auch nicht so gedacht. Geradewegs kann man das halt aber auch so dazu sehen, dass die Türkei wohl Deutschland als wichtigen Partner braucht und das halt nicht nur gerade in schweren Zeiten, wenn es um die Wirtschaft oder halt um politische Verhältnisse geht, die ja durch unter anderem halt auch durch den Fall Yücel ordentlich in Bedrängnis gekommen sind, also sprich richtig schlecht geworden sind. Was sich nun in den nächsten Stunden halt sich auch noch zeigen wird, das werden wir halt auch noch sehen. Generell ist, ist das Ganze halt auch ein bisschen, oder ist halt auch große Erleichterung, kann man halt auch sehen, geradewegs auch bei Yücels Arbeitgeber Welt, gerade da hat sich auch Weltchefredakteur Ulf Poschert dazu gemeldet, er sagte, Zitat, wir sind unendlich glücklich und dankbar, dass Dennis nach einem Jahr hinter Gittern auf freiem Fuß ist, unser Dank gilt Dennis für seine unerschütterliche Stärke und den Humor in düsteren Stunden, seiner Frau, seiner Familie, seinen Freunden und dem fantastischen, mutigen Anwalt Yücel Ok, wahrscheinlich, man spricht es wohl Ok aus, also nicht okay, sondern Ok, aber auch der Bundesregierung und auch die Redaktion freue sich für Dennis und denke auch an alle Kollegen, die hinter Gittern sitzen, weil sie tun, was wir alle so gerne tun wollen, Journalisten sein, kritisch, unbeständig, hartnäckig und auch leidenschaftlich. Und das ist ja gerade auch so ein kritisches Thema, vorwiegend in der Türkei, dass wenn wenn Journalisten kritisch über die türkische Regierung berichten, sofort eingesperrt werden. Selbst auch Umweltaktivisten haben da ein großes Problem. Wir reden nur von Peter Steutner, der auch nach 100 Tagen dann freigelassen wurde. Klar ist auch, dass das halt auch ein bisschen schwer ist und dass dieser Fall halt auch die Freundschaft, die politische Freundschaft zwischen Ankara und Berlin halt auch gestört hat. Und trotzdem, dass dieser Sinneswandel wahrscheinlich jetzt von der türkischen Regierung kommt, ist halt auch etwas Besonderes, muss man so sagen. Wir versuchen jetzt nochmal kurz Informationen zu bekommen, was geradewegs Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nämlich vor ungefähr 10 Minuten gesagt hat, als wir auf Sendung gegangen sind.
Das versuchen wir gerade mal ein bisschen herauszufinden. Was wir jetzt aber auch noch mal sagen können, da gucke ich gerade auf Twitter nach Informationen von Spiegel Online und von Welt, gibt es offenbar keine Ausreisesperre für Denis Yücel, haben keinen Hinweis darauf, dass er im Land bleiben muss. Das sagte Chefredakteur Poschert, sagte er in einem Interview selbst mit den TV-Kollegen von Welt. Das bedeutet, er könnte nach Deutschland zurückkehren. Ich muss im Übrigen dazu sagen, ich habe mir dieses Interview auch nochmal vor Sendungsbeginn hier angeguckt. Und trotzdem sind weitere Infos geradewegs dazu noch nicht gekommen. Wir versuchen da auch nochmal ein bisschen was rauszubekommen. Generell ist das eine gute Nachricht, geradewegs auch für den Journalismus. Wenn wir uns daran erinnern, erst vor 3 Tagen gab es halt erst diesen, vor 2 Tagen, am Mittwoch gab es ja erst diesen Jahrestag. Also der erste Jahrestag, seitdem Denis Yücel inhaftiert ist. Es gab halt Kundgebungen, es wurden aus Briefen vorgelesen von Denis Yücel, die er irgendwie aus dem Gefängnis rausschmuggeln konnte. Und es gab halt auch ein Autokorso. Was auch recht interessant war, zum Beispiel die Kollegen von DWDL, die haben nämlich ihre Berichterstattung am Mittwoch ausgesetzt. Also es gab ein Titelbild mit Yücel und es hieß ohne Journalismus, ohne Pressefreiheit, keinen Journalismus. Eine sehr gute Geste. Ich habe es mir auch kurzfristig oder wir haben es ja auch bei der Echo TV ganz kurz überlegt, 5 Sekunden lang, und dann haben wir beschlossen, wir berichten dann trotzdem weiter, weil einen Tag können wir uns nicht leisten, auszusetzen. Geradewegs halt auch bei sowas. Und Der Bundesaußenminister, der hat gerade gesagt, ich habe da gerade mit reingehört, dass es sich, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, er sagt, dass sie in den letzten Tagen immer vermehrt geredet haben und auch durch den Besuch, wenn der Besuch, der, wie du auch schon gesagt hast, die Kanzlerin das auch nochmal deutlich gemacht hat, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und die türkische Regierung hat bisher, Zitat von Gabriel, dass diese Gerichtsverhandlung unabhängig ist und sie da nicht intervenieren wollen, allerdings mehrfach deutlich von ihrer Seite gemacht haben, dass sie zur Beschleunigung des Verfahrens teilnehmen können. Und er hofft, dass der Fall weiter gut behandelt wird. Sprich unabhängig und nicht politisch motiviert. Ja, das war so zusammengefasst, was er gesagt hat vor der Kamera. Wenigstens Ich habe nur etwas. gerade nebenbei, ich habe, Ja, ich höre nur gerade nebenbei, nämlich den Otto mit, deswegen bin ich gerade ein bisschen also kurzfristig am im Übersetzen. Wir hätten Stocken. das jetzt auch noch mal ganz kurz noch mal rausnehmen können oder wir hören auch mal Zeiten ganz kurz so zu rein. gestalten, dass diese Verfahrensbeschleunigung möglich war. Und natürlich jetzt sind wir froh über die Entscheidung des Gerichts. Ja, Michael. das war ganz kurz. Ja, Michael Wünnweber, der arbeitet nicht für uns, der arbeitet für Welt. Haben wir ganz kurz im Hintergrund den Livestream von Welt drin gehabt. Den habe ich nämlich nebenbei noch laufen. Also für die Ruckler bei Twitch entschuldige ich mich. Da läuft noch nebenbei noch ein Stream. Ja, also das Statement, vielleicht kriegen wir es gleich noch mal kurz rein von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, wollte ich schon sagen. Sigmar Gabriel, der geradewegs auch sich dazu kurz geäußert hat. Es gibt auch große Erleichterung und darüber da wollen wir auch noch mal eine Reaktion nämlich zeigen, nämlich der Chef vom Axel Springer Verlag, zu dem ja Welt gehört, da hat sich auch nämlich Matthias Döpfner sich dazu gemeldet. Er hat gesagt, wir freuen uns und sind unendlich erleichtert, dass Denis Yücel nach mehr als einem Jahr in Haft endlich frei ist. Er möchte allen danken, die mit unermüdeter Energie für ihn da waren und er sich für seine Freilassung stark gemacht haben, seinen Kollegen, seinen Freunden, der Bundesregierung und vor allem Sigmar Gabriel. Die große Partei- und ideologenübergreifende Solidarität mit Denis Yücel unterstreiche die Bedeutung von Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus für unsere Gesellschaft. Und wie ich auch geradewegs gelesen habe, hat auch die türkische Gemeinde in Deutschland darauf reagiert, die sich nämlich zufrieden zeigen mit der Freilassung von Denis Yücel. Generell will ich auch noch mal zu dem Treffen von gestern kommen. Binali Yildirim, der Ministerpräsident der Türkei, hat
nämlich gestern die Kanzlerin besucht. Und da ging es halt auch generell um das Thema Deniz Yücel, dass man halt auf ein baldiges Verfahren hoffen wird. Und Yildirim selbst sagte dazu auch, dass als Folge des versuchten Putsches im Juli vor 1,5 Jahren, also im Juli 2016, hätten die Gerichte in der Türkei viel zu tun. Deshalb könne es zu Verzögerungen kommen. Aber er hoffe, dass es jedoch auch ein solches kürze, dass es ein Verfahren gibt. Und Yildirim spricht davon, die Türkei sei wie Deutschland ein Rechtsstaat. Die Prinzipien des Rechtsstaates würden greifen. Es komme natürlich zu Gerichtsverfahren und dann auch halt zu Urteilen. Jetzt muss man sich aber auch die Frage stellen, warum das Ganze jetzt ein Jahr gedauert hat, während es bei anderen richtig schnell ging. Dass zum Beispiel halt beim Aktivisten Peter Steutner oder bei der anderen, jetzt habe ich den Namen hier jetzt nicht stehen, den habe ich mir eigentlich noch irgendwo notiert. Nee, den habe ich nicht mehr. Dass eine andere journalistische Kollegin, die halt ein Ausreiseverbot hat, dessen Namen ich jetzt nicht habe, vielleicht komme ich da drauf gleich noch, dass die da bleiben muss, warum das halt bei Yücel so lange gedauert hat. Okay, man wirft ihm oder man hat ihm oder man wirft ihm ja immer noch Terrorpropaganda vor. Also sprich, er hat ja nur seine Bis eigentlich, zu 18 Jahre Haft. genau, bis zu 18 Jahre Haft. Und natürlich könnte im Falle eines Nicht-Ausreiseverbots bedeutet, er dürfte die Türkei verlassen. Sollte aber verurteilt werden, würde das aber auch bedeuten, dass er die Haftstrafe in der Türkei nicht antreten muss. Nur das Problem ist, er dürfte die Türkei nicht betreten. Zack, ist er dann ins Gefängnis. Aber wahrscheinlich wird es dann da halt auch irgendwann zu einer fallen gelassenen Anklage kommen. Oder er wird verurteilt, nur er sagt sich dann halt, ich werde die Türkei nicht betreten. Das könnte man halt auch so sagen. Mal einfach so könnte man das so sagen. Generell das hat auch schon, wie ich auch finde, so eine kleine, also dass die Freilassung jetzt so schnell kam oder beziehungsweise dass die Meldung zur Freilassung, also dass er freikommen wird, dass das so schnell kommen wird, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass man jetzt dann noch ein halbes Jahr hadern wird, so wie die Türkei da halt auch ein bisschen mit umgeht. Generell hätte ich mich eigentlich auch gefragt, dass man, klar, die Türkei hat anscheinend ein kleines Problem, geradewegs halt auch, was man das jetzt auch politisch sehen kann. Da gibt es wahrscheinlich bald die große politische Änderung. Binali Yildirim selbst, man muss ja sagen, es gab ja letztes Jahr ein Referendum dazu, ob sie ein Präsidialamt geben soll. Und Yildirim selbst ist ja bald nicht mehr Regierungschef, denn der Regierungschef wird bald wieder Recep Tayyip Erdogan heißen. Nur Erdogan wird dann halt nicht nur Regierungschef sein, sondern auch Präsident. Sondern noch nebenbei sein jetziges Amt nämlich vollziehen, Staatspräsident. Und vielleicht, ja, da will man jetzt halt keinen großen Zusammenhang halt hinbringen, sondern man will halt einfach sagen, was Sache ist. Dass halt klar die Journalisten, beziehungsweise Journalisten sage ich schon, dass die türkischen Politiker halt auch nun sagen, wir brauchen Deutschland an unserer Seite, sei es politisch, aber auch wirtschaftlich. Und da hat es zum Beispiel halt auch wahrscheinlich auch Gespräche gegeben und man hat sich dann halt auch dort Deutschland gegenüber ein bisschen anders verhalten als jetzt in den Jahren, seitdem es ja diesen Putschversuch gab, seit ja gut 1,5 Jahren. Trotzdem, wenn wir auch noch mal auf das Gespräch zwischen Merkel und Yildirim zurückkommen, im Übrigen die Live-Pressekonferenz, die in einem Facebook-Stream von ZDF heute übertragen wurde, kann man sich auf derchotv.de noch mal angucken. Da haben wir nämlich den Stream verlinkt, beziehungsweise das Video verlinkt. Sollte es nicht mehr da sein, schaut mal bei den Kollegen von heute.de mal rein. Da gibt es dann wahrscheinlich die PK noch irgendwo in voller Länge. Generell hat die Kanzlerin, also Angela Merkel, die Art und Weise, wie die Türkei ja seit dem Putschversuch gegen mutmaßliche Verdächtige vorgeht, stark verurteilt. Sie habe auch in ihrem Gast aber auch erklärt, so heißt es, dass die Verhältnismäßigkeit gewährt bleiben müsse und dass wir uns rechtsstaatliche Mechanismen wünschen. Das sagte sie. Außerdem habe die Bundesregierung in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Sorgen. Yildirim hat wiederum erklärt, 33.000 Bedienstete seien nach der Entlassung nach dem Putsch und einer anschließenden rechtlichen Überprüfung wieder auf ihren Posten zurückgekehrt. Also da hat man anscheinend überprüfen wollen, ob sie wirklich was
mit dem Prediger aus den USA zu tun hat, dessen Namen ich jetzt leider auch nicht im Kopf habe. Generell hätten aber auch in komplizierten Zeiten gemeinsame Interessen, hat auch nochmal Merkel betont, durch die türkischstämmigen Migranten in der NATO, bei der Terrorbekämpfung und in den wirtschaftlichen Fragen. Also da will man sich wieder ein bisschen mehr annähern, nachdem ja jetzt in den letzten, man kann schon sagen, 12 Monaten eine Menge schiefgegangen ist. Und so hat auch dann der Ministerpräsident der Türkei vereinbart, dass sowohl auf unserer, also auf der Ebene der Türkei, als auch in den Gesprächen mit dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass man die Kontakte mit Berlin wieder investieren will, wenn wir hoffentlich bald in Deutschland eine stabile Regierung haben. Jetzt habe ich es komplett falsch gesagt, aber es ist egal, hoffentlich versteht man das so, wie es ist. Generell für die, die auch nochmal dazugekommen sind, schönen guten Tag. Hier ist kein Gaming-Stream, sondern jetzt mal wieder lange ein Info-Stream. Und zwar nämlich dazu, dass der Weltreporter Dennis Yücel freigekommen ist. Das wurde heute bekannt. Ein Istanbuler Gericht verfügte nämlich die Freilassung für die weitere Dauer des Verfahrens. Nach bisherigen Informationen könnte Dennis Yücel das Land verlassen, also sprich eine Ausreisesperre würde es nicht geben. Yücel wurde vor gut einem Jahr, am letzten Mittwoch vor einem Jahr, am 14. Februar 2017, ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft gebracht. Wurde heute dann auch offiziell, wird freikommen. Das hat auch das Auswärtige Amt einige Minuten später bekannt gegeben. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich dazu geäußert. Da wollen wir halt nochmal reingucken. Ich hoffe, ich habe hier irgendwo vielleicht das Stückchen Audio, was wir, glaube ich, haben könnten. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein. Also für die, die das jetzt auf YouTube gucken, ich wiederhole das geradewegs nur für die Twitch-Zuschauer, die dazugekommen sind. Generell muss man auch nochmal dazu sagen, um es nochmal zusammenzufassen, es habe entsprechend dessen keine Deals gegeben, heißt es auf Nachfragen, ob es gegebenenfalls Absprachen im Bereich von Rüstungsexporten gegeben habe. Der Bundesaußenminister hatte ja zwischen dem Fall und einen Zusammenhang gezogen, den es aber dann doch nicht gab. Der Bundesjustizminister hat übrigens gegenüber Welt gesagt zu dem Thema, dass Dennis Yücel freikommt. Das ist eine großartige und überfällige Nachricht. Jeder Tag, den Dennis Yücel im Gefängnis verbracht hat, war einer zu viel. Wir freuen uns sehr für ihn, seine Familie und seine Freunde. Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass alle in der Türkei zu Unrecht inhaftierten Deutschen so schnell wie möglich freigelassen werden. Ja, und wir sehen... Hallo. Erstmal, genau, einen schönen guten Tag erstmal an Marci und vielen Dank an NerdstarTV, dass die uns hosten. Mal was Besonderes. Für die, die dann auch jetzt nochmal hier bei NerdstarTV zuschauen über den Host. Schönen guten Tag erstmal. Hier ist DerchoTV mit einer Spezialsendung zum Thema Dennis Yücel. Heute ist nämlich bekannt geworden, dass der Weltkorrespondent Dennis Yücel freigekommen ist oder freikommen wird. Denn entsprechend hat ein Gericht in Istanbul die Freilassung verfügt. Es wird aber trotzdem ein Verfahren geben. Bisher ist bekannt, dass es keine Ausreisesperre gibt. Das wiederhole ich, glaube ich, schon jetzt innerhalb von 5 Minuten zum zweiten Mal, ist aber egal. Yücel befindet sich aber noch in einem Gefängnisgebäude, beziehungsweise er befindet sich noch entsprechend dort. Das hat sein Anwalt bekannt gegeben. Ein paar Minuten später hat die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, eine offizielle Bestätigung gemacht. Es hieß, jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert entsprechend. Wir halten euch dort auch noch auf den Laufenden. Entsprechend kommt auch positive Meldungen, zum Beispiel vom Weltchefredakteur Ulf Poschardt. Der freut sich darüber. Denn Yücel sitzt nämlich saß seit genau einem Jahr, also nicht genau einem Jahr, sondern Mittwoch vor einem Jahr wurde er inhaftiert. Er hatte sich damals, so heißt es sogar, freiwillig der Polizei gestellt, um sich seinen Berichten über den türkischen Energieminister Berat Albayrak zu erklären. Ihm wird ja Terrorpropaganda vorgeworfen. In der Türkei könnte das entsprechend bis zu 18 Jahre Haft bedeuten. Das ist halt auch schon mal recht heftig. Entsprechend dessen, wenn er nämlich keine Ausreisesperre bekommt, also sprich, er könnte das Land verlassen, könnte nach Deutschland zurückkehren, müsste er auch die Haftstrafe in der Türkei nicht antreten. So, jetzt versuchen... Ich jetzt persönlich, ja, ich würde ja eher nicht mehr zurück in die Türkei gehen, wenn ich da einfach raus bin. Ja, das will ich auch nicht tun, also vor allem, wenn es ungerechtfertigt ist, also genau. Gut, das ist aber jetzt persönliche Meinung. Genau, jetzt
So sieht's aus. Jetzt sehe ich gerade eine Meldung vom WDR, nämlich. Eine türkische Staatsanwaltschaft. Ja, so ist das, was wir jetzt auch bestätigt haben, auch so gesagt worden. Er könnte demnach bis zu 18 Jahre Haft bekommen. Die Anklageschrift, ja, so heißt es. Also, das heißt, laut Medienberichten hat die türkische Staatsanwaltschaft die Freilassung des Journalisten der Untersuchungshaft angeordnet, nachdem die Anklageschrift angenommen wurde. Also, erst nach einem Jahr wurde eine Anklageschrift angenommen. Demnach werden 18 Jahre Haft für Yücel gefordert. Also, so sieht es aus. Und Haftrichter warf ihm Terrorpropaganda und Aufwiegelung der Bevölkerung vor. Und darauf stehen 18 Jahre Haft. Das schreibt gerade noch der WDR. Gut. Jetzt müssen wir, jetzt wollte ich nämlich ein Stück, nämlich ein Audio etwas abspielen, nämlich, und zwar eine Regierungspressekonferenz, die gegen, die vor einer knappen Stunde stattgefunden hat, und zwar nämlich von Rainer Breul, dem Sprecher des Auswärtigen Amtes, der sich nämlich entsprechend dazu auch geäußert hat. Wir hören mal rein, wenn alles funktioniert. Für das jetzt zügige Verfahren. Wir sind erleichtert und froh, wenn sich die Meldungen jetzt bestätigen, dass Herr Yücel frei ist und aus der Haft entlassen wurde. Fragen dazu, Frau Dunz. Dann gibt es eine ganze Menge Fragen. Kommen alle dran. Ja, könnten Sie bitte ein bisschen schildern, was die Art der Bemühungen des Außenministers war, also auf welcher Ebene, und an die Bundesregierung, vielleicht an Frau Demmer oder das Bundesverteidigungsministerium. Herr Yücel hat ja selber immer gesagt, er möchte nicht Teil eines schmutzigen Deals sein, also Rüstungsgeschäfte gegen Freilassung. Können Sie hier etwas dazu sagen oder womöglich ausschließen, dass es ein Gegengeschäft wie zum Beispiel die Nachrüstung der Leopard 2 Panzer mit dem Schutz vor Minen gegeben hat? Danke. Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll. Ja, also ich kann ausschließen, dass es einen Deal in irgendeiner Form gegeben hat. Die Unterstützung, die in den letzten Stunden und Tagen stattgefunden hat, war die konsularischer Natur. Herr Yildirim hatte sich ja dazu auch geäußert und gesagt, dass die unabhängige türkische Justiz, dass er darauf hoffe, dass jetzt schnell ein, sozusagen Fortschritte in dem Verfahren stattfinden können. Und das waren die Art von Bemühungen, die stattgefunden haben. Aber ich sage es gerne nochmal, von irgendwelchen schmutzigen Deals oder Nebenabsprachen oder sowas kann hier keine Rede sein. Dem schließe ich mich natürlich voll und ganz an. Die Bundeskanzlerin hatte ja gestern nochmal zum Ausdruck gebracht, von welch zentraler Bedeutung der Fall ist. Und ich möchte hiermit natürlich erstmal unsere Freude zum Ausdruck bringen, vor allen Dingen auch für Herrn Yücel und seine Familie. Herr Steiner, Herr Jung, Herr Jessen. Herr Breul, ich würde ganz gern wissen, sozusagen, ob sich das für Sie abgezeichnet hat und wenn ja, in welcher Form Sie sozusagen entsprechende, ja, Anzeichen wahrgenommen haben. Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, wie genau jetzt Ihr eigener Informationsstand ist. Also sozusagen, Sie kennen es auch ausschließlich aus Medienberichten oder haben Sie selbst schon in irgendeiner Form irgendwelche Nachrichten aus der Türkei erhalten, die für Sie sozusagen eine validere Information darstellen als die, ja, ersten Presseberichte, die auch alle auf einer Meldung basieren eigentlich? Ja, also ich kann hier schlecht einen Live-Kommentator abgeben. Ich habe sozusagen das Signal bekommen, dass ich die Meldung, die zirkuliert, bestätigen kann. Zu allen weiteren Fragen. Ja, genau. Das ganz kurz nur so ein kurzer Ausschnitt, ein kurzer Audioausschnitt aus der Pressekonferenz mit dem Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul, der dann auch offiziell bestätigt hat, dass Deniz Yücel freikommen wird, dass es da keine Deals gegeben hat bezüglich auch Rüstungsexporte, was man auch entsprechend vermutet hat. So viel dann für diesen Moment. Wir werden jetzt eine ganz klitzekleine Pause machen. Wir werden nämlich gleich nochmal zurückkommen. Für die, die dieses Video jetzt auf YouTube sehen, ich nehme nämlich noch nebenbei für YouTube auf.
Das wird es dann etwas später geben, wahrscheinlich so gegen 15 Uhr. Also wir können sagen, Denis Yücel kommt frei. Der Weltkorrespondent, der Weltjournalist kommt nach mehr als einem Jahr endlich aus der Haft raus. Ihm wird halt die Anklage, ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. 18 Jahre Haft drohen ihm, aber er könnte das Land halt auch sofort verlassen, müsste die Strafe nicht antreten. Erleichterung geradewegs bei seinem Arbeitgeber der Welt. Generell eigentlich auch Erleichterung in ganz Deutschland und wohl ein gutes Zeichen dafür, dass Deutschland und die Türkei wieder miteinander fungieren und nicht gegeneinander. Das so als kurze Info. Wir machen eine klitzekleine Pause von 2-3 Minuten und sind dann gleich wieder für euch da. Derweil sage ich bei den YouTube-Zuschauern, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Derchotv.de. Bis dahin.